Das sind die Themen. Panik im Libanon. Hisbollah fleht den Iranern, Israel anzugreifen. Peking gegen Israel. China stellt sich auf die Seite der Hisbollah. Und die Welt vereint sich gegen Jerusalem. Gottes Gericht im Tal Josaphat. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Endzeit News. Wir starten zunächst einmal in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, wo mal wieder deutlich wurde, dass der Antisemitismus weltweit am Wachsen ist und das wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn der Antichrist die Weltbühne erreicht. Aber wir wollen uns zunächst mal anschauen, was in einer U-Bahn in Berlin passiert ist, bevor wir mal über den Tellerrand Deutschlands auch hinausschauen werden. Am 21. September wurde berichtet, Großeinsatz in Berlin. Polizei stoppt U-Bahn mit Israel-Hassern. Ein Zug der Linie O7 musste gestoppt werden, nachdem es zu Randale gekommen sein soll. Zahlreiche Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Randalieren soll es sich nach Informationen um Demonstranten einer Pro-Palästina-Demo gehandelt haben. Die Ermittlungen zu der Randale, möglichen Sachbeschädigungen, Land, Friedensbruch laufen. Also hier mal wieder eine Pro-Palästina-Demo, die eigentlich mehr oder weniger eine Hass-Demo gegen Israel ist. Und da sieht man, dass sogar eine U-Bahn mittlerweile in Deutschland, in Berlin gestoppt werden muss, um diesen Hass auf Israel Einhalt zu gebieten. Und das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, das nimmt weltweit zu. Und deswegen schauen wir mal nach Ägypten. Es gibt eine sogenannte Informatik-Olympiade. Da hat Israel sehr gut abgeschnitten. Allerdings dürfen die jetzt nicht mehr teilnehmen. So wurde berichtet am 25. September. Israel gewinnt Informatik-Olympiade und wird von künftiger Teilnahme ausgeschlossen. Inmitten des anhaltenden Krieges verbietet das Komitee der Internationalen Informatik-Olympiade Israel die Teilnahme an zukünftigen Wettbewerben. 4 israelische Gymnasiasten nahmen aus der Ferne an der Internationalen Informatik-Olympiade teil und gewannen 3 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille. Man könnte also sagen, Jackpot für Israel bei dieser Informatik-Olympiade. Aber weil man nicht mit der Politik von Israel natürlich einverstanden ist, weil man nicht möchte, dass Israel Terrororganisationen auslöscht, wird jetzt auch die Teilnahme der Israelis an diesem Wettbewerb untersagt. Und das sagt schon mal alles über diese unfassbare antisemitische Olympiade der Informatik. Also irgendwie jede Olympiade ist irgendwie auf seine Art und Weise okkult. Egal, um was es da geht, die Paralympics oder die Olympischen Spiele in Paris, das alles nimmt sich nicht viel. Wir kommen damit mal nach Israel und da schauen wir uns mal eine Nachricht an vom 23. September. Da heißt es, Netanyahu an die Bürger Libanons. Verlassen Sie die Gefahrenzone. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Bürger im Libanon aufgefordert, zum eigenen Schutz vor israelischen Angriffen die Gefahrenzone zu verlassen. Er warf der schiitischen Hisbollah-Miliz vor, die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen und kündigte an, Israel werde in Häusern und Garagen versteckte Waffen ausschalten. Denn genauso wie auch die Hamas im Gazastreifen ihre ganzen Waffendepots und Raketen, Stände und so weiter in Kindergärten, in Krankenhäusern versteckt, damit wenn dann Bomben kommen oder Raketen aus Israel, damit die dann Bilder haben und sagen, guck mal, wie schlimm doch Israel ist, genau dieselbe Taktik, wenden auch die Satanisten der Hisbollah an, um dann auch zu zeigen der Welt, die darauf einfällt, auf diese Propaganda, wie schlimm doch Israel sei. Aber am Ende der Tage wissen wir, auch wenn die ganze Welt gegen Israel ist, der Gott der Bibel ist für Israel und Gott hat das letzte Wort. Und da die Hisbollah weiß, dass sie so langsam auch ihrem Untergang geweiht ist, genauso wie die Hamas in Gaza, bittet jetzt auch die Hisbollah, den Iran auch zu helfen, was natürlich auch der Fall sein könnte. Am 25. September wurde berichtet, Eskalation im Libanon. Hisbollah drängt Iran zum Angriff auf Israel. Die Lage im Nahen Osten droht nach Israels Angriffen auf die Hisbollah komplett zu eskalieren. Wie das US-Nachrichtenportal Axios berichtet, drängt die Terrororganisation ihren Partner Iran dazu, Israel anzugreifen. Der Iran hatte bereits nach der Ausschaltung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh Ende Juli Vergeltung angekündigt, doch bis heute hielt sich das Mullah-Regime zurück. In der Tat, bis heute, und wir werden sehen, ob der Iran, wenn er sieht, dass die Hamas zerstört wird, die Hisbollah zerstört wird
ob der Iran dann am Ende selbst in diesen Krieg eingreifen wird, was natürlich die Selbstzerstörung der Mullahs bedeuten würde. Und wir schauen mal, wie China da reagiert. China, auch eine Weltmacht. Auf wessen Seite steht eigentlich China? Nun, auf der Seite der Hisbollah. Und das sagt schon alles über das kommunistische, atheistische, satanische Regime von China. Da wurde berichtet am 21. September. Eskalation in Nahost. China stellt sich nach israelischen Angriffen hinter den Libanon. Im Nahostkonflikt gab Peking sich lange als neutrale Friedensmacht, die den globalen Süden vertritt. Nach den israelischen Luftangriffen auf den Libanon solidarisieren sich die Chinesen mit ihren arabischen Brüdern. Also die Chinesen, die Atheisten, bezeichnen die Muslime, die Islamisten als arabische Brüder der Hisbollah, der Terrororganisation. Also Terroristen sind die Brüder von China, da weiß man Bescheid. Ich liebe chinesisches Essen, aber diese chinesische Politik und die Regierung, das sind Kommunisten, das sind Atheisten, und wenn sie sich zu den Terroristen Hisbollah dazugesellen, sind sie selbst auch nicht besser wie sie. Wir kommen damit nochmal zu den Vereinten Nationen, und in der Tat vereinen sich die Nationen natürlich gegen Israel. Da wurde berichtet am 25. September, UN-Generalsekretär an der Seite der Hisbollah. Der jüdische Staat wurde stets verurteilt, seine Feinde herzlich umarmt. Kein Wunder also, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres wieder einmal für Aufregung gesorgt hat. Nachdem sich der Generalsekretär seit Beginn des Krieges eiserne Schwerter an die Seite der Hamas gestellt hat, positioniert sich der Portugiese nun an der Seite der großen terroristischen Schwester der Organisation der Hisbollah. Also wenn das eine Vertretung sein soll der Nationen, dieser Guterres, der auf der Seite der Hamas erstmal war und auf der Seite der Hisbollah jetzt ist und gegen Israel, die einen Krieg führt gegen Terrororganisationen, dann ist die Vereinten Nationen, diese Clique, dieser Clan auch nicht besser wie die Hamas und die Hisbollah und gehört auf jeden Fall auch abgeschafft. Die Vereinten Nationen vereinen sich gegen Israel. Ist das nicht das, was die Bibel prophezeite? Zum Beispiel in Saria 12, Vers 3, wo es heißt, und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben werden oder alle, die ihn heben wollen, werden sich gewiss daran wundreißen, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln, werden sich gegen Israel vereinen, durch die Vereinten Nationen auch heute. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich, nämlich Gott, der Allmächtige, danach trachten werde, alle diese Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Führt man Krieg gegen Israel, führt man Krieg gegen die Christen, führt man Krieg gegen Gott, und dann damit gehört man automatisch zu den Losern der Endzeit. Wir schauen uns nochmal an, was Gott machen wird im Tal Josaphat mit diesen Völkern, die gegen Israel Krieg führen und das Land Israel und Jerusalem auch noch teilen wollen, die Zwei-Staaten-Lösung, die man immer propagiert. In Joel 4, Vers 1 wird prophezeit, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln, erneut vereinen, diesmal macht es Gott, und zwar um sie ins Tal Josaphat hinabzuführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Das Land Israel ist das Land Gottes. Gott hat das Land Israel den Israeliten gegeben und Jerusalem den Juden. Und das kann man irgendwie kritisieren. Wenn man das kritisiert, kritisiert man Gott. Kritisiert man Gott, gehört man ebenfalls zu den Losern der Endzeit. Deswegen müssen wir auf jeden Fall klarstellen, wer auf der Seite Israels ist, ist auf der Seite Gottes und gegen die Terrororganisation. Wer gegen Israel ist, der ist auf der Seite des Widersachers und auf der Seite von Terrororganisation. Entscheide du, entscheide weise, entscheide biblisch. Zum Schluss lade ich euch auch nochmal ein, auf meiner biblischen Homepage nachzuschauen. Dort findet ihr alles über den Antichristen, über den Nahostkonflikt, über Daniel 8, eine Prophezeiung, die als nächstes sich erfüllt, über die Gebote Gottes, Jesus, Evangelium, alles da. Ihr könnt euch vernetzen, chatten, alles natürlich kostenlos auf www.endzeitreportermcm.com. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen lieben Dank für alle, die das tun. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie selbst die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis und erkennen Sie die Zeichen der Zeit. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus.
Amen. Gott segne Israel, Gott segne uns Christen.